Es ist der 14. März 2024. Ich war heute in der Commerzbank in Aue. Circa, wohl zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr. Wir hatten da auf jeden Fall Mittagspause. Schalter war geschlossen soweit, also die Tür zum Schalter. Ich wollte auch nicht zum Schalter, ich wollte nur zum Automaten. So und so weit erstmal alles okay. Hab dann da mein Geld gezählt im Vorraum und hab dann mitbekommen, da kam ein Paketzusteller. Der wollte rein, wollte halt ein Paket abgeben. Hat sich bemerkbar gemacht, war auch nicht aggressiv, hat auch human geklopft. Wenn er überhaupt geklopft hat, auch wenn, dann sehr human, also ruhig und nicht irgendwie gegen die Scheiben gedonnert. Es saß quasi gegenüber dieser verschlossenen Tür, die ja soweit durchsichtig war, eine Mitarbeiterin, nur einige Meter weg, offenbar im Kundengespräch. Bestimmt hatte die Kundin einen Termin, vielleicht waren es nur Commerzbank-Mitarbeiter. Die hat ihn 3, 4, 5 Mal angeschaut, hat sich bemerkbar gemacht, hat vielleicht so das Paket hochgehalten. Keine Reaktion. Hä? Mich dann draußen noch mit ihm unterhalten und habe so einen Scheibenwischer gemacht. Also erst Finger Richtung Commerzbank-Filiale und dann Scheibenwischer. Und dann hat er kurz die Tür aufgemacht. Ja, und gesagt, naja, ich wollte ein Paket zustellen. Und dann habe ich gedacht, ja, kann ich verstehen. Und weiß nicht, warum die nicht aufmachen und so ein Paket zustellen wollen, was soll das? Und dann ist halt weitergefahren. Hat er dann wahrscheinlich auch keine Benachrichtigungskarte hinterlassen. Wo auch? Wo soll er die hinterlassen? Ich weiß jetzt nicht, ob die draußen einen Briefkasten haben. Müssten sie eigentlich. Ja, warum zur Hölle machten die nicht auf? Ich meine, ich habe dann jetzt gerade eben hier bei der Beschwerdestelle, deutsches Wort, angerufen. Die haben gesagt, naja, wir nehmen jeden Tag Pakete an, die Filialen, ja, unterschiedlichste Zustellfirmen. Naja, und dann gesagt, naja, hab das vorgetragen. Er hat gesagt, ich muss halt entweder Kunde sein, oder ich muss meine Daten preisgeben. Sie können keine anonyme Beschwerde einreichen. Das ist so was, verachte ich zutiefst. Ich will aber nicht meine gottverdammten Daten weitergeben. Das ist, was soll der Scheiß? Hätte doch. Das ist. Ja, dann ging das hin und her und dann haben wir uns da ein bisschen angemacht und gesagt, sie werden aggressiv. Ich habe dann gesagt, sie sind sexistisch, hat sogar gegrinst. Die redet halt, wie das so oft ist. Naja, so heuchlerisch halt der Standard und bla bla bla. Und wie so eine künstliche Intelligenz. Das misst sowas. Es ist nicht dramatisch, was passiert ist, aber ich meine, sollen die Zusteller sich nach den Zeiten hier richten oder was sollen die nur zwischen bis 12.30 Uhr kommen und dann ab 14 Uhr wieder oder was? Das geht doch nicht. Das ist Schwachsinn. Zumal die Zusteller das wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wann die Commerzbank da Mittagspause macht, müssen sie auch nicht wissen. Also was ist das? Da kann man doch mal vorgehen, wenn die doch sowieso, also ich weiß auch nicht, warum die da, naja gut, die hat mir gesagt, wir nehmen halt immer Pakete an, das kann verschiedene Gründe haben, können sie ja machen, natürlich können, ich verstehe es zwar nicht, warum die Pakete bestellen, aber gut, man kann ja immer mal was brauchen. Coolies oder so, gut, das geht mich nichts an. Natürlich dürfen die auch Pakete bestellen. Dann sollen sie sie gottverdammt annehmen. Was ist denn das für ein Scheiß? Das spart doch voll den Aufwand. Was ist denn jetzt, wenn der. Also, ich weiß nicht, ob der eine Benachrichtigung hinterlassen hat, das muss ich klar sagen. Ich habe den. Kann er ja, weil ich bin dann erst ein paar Sekunden, nachdem er raus ist, raus, also vielleicht 20 Sekunden oder so. Kann schon sein, muss er ja eigentlich auch. Sonst macht es ja keinen Sinn, es sei denn, er möchte dann irgendwann am nächsten Tag nochmal kommen. Wieso macht man ihn nicht auf? Eine Mitarbeiterin hat es gesehen. Dann kannst du doch eine andere Mitarbeiterin holen, falls sie sich allein nicht traut. Wobei, die haben ja auch offen. Also hier zum Beispiel zwischen 9 und 12.30 Uhr, 14 und 18 Uhr.
Da könnte auch jemand reinkommen, die, also, da, falls sie sich unsicher fühlt, die Frau da, dann kann sie ja, ne, einen Kollegen holen oder eine Kollegin, das meine ich, aber gar nicht reagieren. Die hat auch gar keine Gesten gemacht, die hat nur geguckt, kommt nicht mal vor, macht auf oder vielleicht hat doch nicht jeder da einen Schlüssel, ja, dann muss halt die Kollegin holen und sagen, hier ist ein Paket und zu dem Paketfahrer zu verstehen geben, ja, es kommt gleich jemand. Das hätte der schon verstanden. Aber gar nicht reagieren, was ist denn das für ein Kack? Und diese Frau, ich meine, ich könnte die jetzt eh nicht wirklich beschreiben, die sah halt allerweltsmäßig aus. Name weiß ich nicht. Die wird nicht bestraft. Und wird den Paketfahrer einfach stehen lassen. Aber was ist denn das für ein Müll? Ja, jeden seine Sache, ein Paket annimmt, der, wenn man es bestellt, ist ja auch egal, ob die Frau das konkret bestellt hat oder wer auch immer. Offenbar war ein Paket für die Commerzbank, hat er mir bestätigt, der Zusteller. Logisch, sonst wäre er nicht da vor der Tür gestanden. Vor der Filialtür eben, also nicht draußen, sondern drin. Ja, was ist das? Da kommt ein Paketfahrer, Zusteller, ein Paket und die Frau sieht das. Das ist scheißegal, ob es ein Kundengespräch ist. Die halbe Minute wird sie sich mal Zeit nehmen, vorzulaufen, Paketen gegen den, dann was ich zur Filialleiterin bringen, als stellvertretende Filialleitung und dann setzt sie sich wieder hin, dann bleibt die Kundin halt 2 Minuten länger. Wo ist das Problem? Aber den total ignorieren, den Paketfahrer, was ist denn das für ein Schwachsinn? Dann jetzt hier noch die Grütze, dass man anonym keine Beschwerde einlegen kann. Was ist denn das für ein Müll? Ich habe keinen Bock, euch meine Telefonnummer zu geben, was weiß ich alles. Was zur Hölle? Ich meine, Commerzbank Aue ist sowieso der letzte Müll, vor allem wenn die Rockdäschel da noch arbeitet, diese geisteskrank. Und die Ungertante, immer unsympathisch, geht da halt nur hin, weil die Commerzbank hat keine 5-Euro-Scheine. Also die zahlt sie halt nicht aus im Automaten. Und ich gehe eigentlich, wenn dann, nur wegen den 5-Euro-Banknoten zur Commerzbank. Oder wenn sonst was bei der Deutschen Bank nicht klappt, zum Beispiel Individualzahlung oder beide Bankautomaten spinnen, was aber glaube ich nicht vorkommt. Habe ich. Bekomme ein Paket, Paketfahrer kommen, Zusteller, die machen nicht auf. Wenn was anderes wäre, da wäre kein Mitarbeiter zu sehen, da hat er Pech gehabt. Ja. Ich meine, sowas kommt vor, klar, da steht jeden Tag vor zig Türen. Und keiner reagiert auf Klingeln, ist logisch. Ne? Die Leute sind weg oder schlafen oder keine Ahnung. Aber da war ja eine Tante zu sehen, das war garantiert mindestens, also 2 Frauen und mindestens eine davon war eine Mitarbeiterin. Aber reagieren nicht. Super, klasse. Commerzbank Aue. Kompetenz pur.